Heute, fast auf den Tag genau vor einem Dreivierteljahrhundert, am 25. Januar 1949, wurde der Bayerische Rundfunk gegründet. Vor 75 Jahren. Das gilt auch für BR Franken. Hier begann der Sendebetrieb auch 1949. Heute erreichen die BR-Programme in Fernsehen, Radio und Netz täglich fast 2/3 der bayerischen Bevölkerung. Informativ und unterhaltsam. Ein Rückblick auf bewegte Zeiten, die in Nürnberg mit einem Paukenschlag von weltgeschichtlicher Bedeutung beginnen. Hello recording, hello recording. Call for attention, start cutting, start cutting. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs gehen die Bilder der Nürnberger Prozesse um die Welt. Über 250 Journalisten aus 20 Nationen berichten, das bayerische Radio unter amerikanischer Kontrolle bis 1949. Radio München wurde als erster Sender der amerikanischen Zone in deutsche Hände übergeben und erhielt den Namen Bayerischer Rundfunk. Nach einer Ansprache von General Hayes, dem Stellvertreter von General Clay, übergab der Gouverneur von Bayern, Van Wegener, dem Vorsitzenden des Bayerischen Rundfunkrates, Alois Johannes Lippel, und dem Intendanten Rudolf von Scholz die Lizenzurkunden für den neuen Bayerischen Rundfunk. Bald darauf sendet auch das Studio Nürnberg. Hier beginnt die Karriere berühmter Entertainer. Nach diesen einleitenden Takten, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, kann ich Ihnen Näheres über unsere heutige Sendung erzählen. Hier ist hier ist der Bayerische Rundfunk, richtig, hier ist der Bayerische Rundfunk, Studio Nürnberg. Dem Schlager ist Nürnberg treu geblieben. Über Digitalradio, Internet und die App erreicht der Sender BR Schlager von Franken aus die ganze Welt. Viele Hörerinnen und Hörer, die vor einigen Jahren ausgewandert sind, hören BR Schlager, einfach um dieses Heimatgefühl zurückzubekommen und so ein bisschen die Sehnsucht zu stillen. Und dann natürlich noch mit der Liebe zu Schlager passt das perfekt. Seit 1952 erklingt die Sendung Tafelkonfekt aus Nürnberg, einer der ältesten Dauerbrenner unter Europas Radiosendungen. Denn die alte Musik hat ihre moderne Fangemeinde auf BR Klassik. Im Fernsehen startet das dritte Programm bei uns zunächst als Studiensender. Im dritten mit dem Telekolleg soll man etwas lernen. Zum Beispiel ausländische Sprachen oder rätselhafte, ja im schlimmsten Fall sogar fränkische Dialekte. Jetzt sind wir so weit, dass wir bereits einen ganzen Satz zusammensprechen können. Da habe ich bereits einen hergeschrieben, der heißt: Im Kullenhof haben's Holzkullen gestullen. Wollen wir das einmal miteinander sprechen? Im Kullenhof haben's Holzkullen gestullen. Ja, so geht's schon. Ende der 70er Jahre ist das neue Fernsehstudio in Nürnberg fertig. In Sekunden kommen die Berichte aus Franken nun zu Tagesschau, Rundschau und Abendschau und noch weiter. Mit der Elektronik können jetzt Beiträge aus Nürnberg in alle Welt überspielt werden. Themen aus Franken gibt es genug und so wird produziert und produziert. Guten Abend und willkommen zur Frankenschau. Mit der Frankenschau geht das erste fränkische Regionalmagazin im bayerischen Fernsehen auf Sendung. Und seit Ende der 80er Jahre mausert sich die Fasnacht in Franken zum absoluten Quotenrenner. Regelmäßig kassiert die Kultsendung die höchsten Einschaltquoten aller BR-Sendungen. Die Stars der Fasnacht live auf Tuchfühlung mit den Politikern. Das musst du mal, also das ist ganz was. Ja, das ist die Kenne, ja, ja. Söder kommt zum Rettichessen. Und wer lange genug die schönsten Masken trägt, darf am Ende auch als Ministerpräsident verkleidet zu den Narren kommen. Es war einfach sensationell. Das Zentrum der Welt war wieder einmal heute Abend in Franken. Ja, sensationell. Jetzt geradeaus rein da. Es ist ein Wahnsinn. Ich kann es so gar nicht fassen. Mit der Grenzöffnung gehen die Aufnahmen aus dem Studio Franken um die Welt. Von Beginn an gehört auch Würzburg zu den wichtigen Standorten des Bayerischen Rundfunks. Radio und Fernsehen aus Mainfranken, aus dem Spessart, dem Steigerwald, den Haßbergen und der Rhön. Das Gebiet der Berichterstattung ist groß.
Gerade hier nutzen die BR-Leute den technischen Fortschritt. Mit einem kleinen Rucksack live auf Sendung zu gehen, war früher unmöglich. Die Pionierarbeit aus Unterfranken setzt hier Maßstäbe. Mitte der 90er Jahre zieht das Fernsehen in Nürnberg in einen neuen Backsteinbau. Die Abendschau sendet jetzt werktags, ein Regionalsplitting aus Franken. Bayern Live, der Norden. Rechts rüber. Das neue Fernsehstudio macht's möglich. Es läuft ein Casting für die Moderationen. Das Rennen machen Charlie Hilpert und Karin Schubert. Heute liefert die Frankenschau aktuell unter der Woche eine halbe Stunde lang Nachrichten aus Franken. Das Internet öffnet neue Räume. Im Aktualitätenzentrum steht die trimediale Berichterstattung im Mittelpunkt. Reporter und Reporterinnen arbeiten zugleich für Radio, Fernsehen und Internet und für die Social-Media-Kanäle. Das Angebot wächst und wächst. Der Bayerische Rundfunk setzt noch mehr auf Regionalität. Neue Korrespondentenbüros werden eingerichtet. Das Ziel, der BR Franken ist jederzeit vor Ort. Wir schicken nicht irgendwelche Reporter aus großen Zentralen ins Land, sondern unsere Menschen, unsere Kolleginnen und Kollegen, die wohnen da. Die kennen die Menschen, über die sie berichten. Sie sind selber Teil des Lebens dort. Und dadurch ändert sich natürlich auch die Wahrnehmung. Die wissen wirklich, worüber sie sprechen. Und los geht's. Ein neues Multifunktionsstudio verschlankt den technischen Aufwand und bietet Platz für ein größeres Publikum. Herzlich willkommen zu Kabarett aus Franken. Eine moderne Plattform für Medienproduktionen und für gesellschaftliche Veranstaltungen. Das Studio Franken des Bayerischen Rundfunks ist ein Ort für die Ideen der Zukunft. Und im Sommer feiern wir zu unserem Geburtstag mit Ihnen hier im Nürnberger Studiopark eine große fränkische Kerwa, bei der Sie vom 21. bis 23. Juni hier beim Bayerischen Rundfunk, also hier bei Ihrem BR Franken, zu Gast sein können.